Ja, und das ist ein Bildproblem, aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. St. Pauli von rechts nach links. Musti in den dunklen Trikots. Rechts unten im Bild gegen Anders mit den weißen Trikots von links nach rechts. Und er ist links unten im Bild zu sehen für euch. Und St. Pauli ist gleich mal da. Musti mit der ersten Halbchance, aber abseits. Abseits, abseits. Ja, das Match wird entscheidend sein, fast. Wenn man gewinnt jetzt hier, dann reicht ein Unentschieden im letzten Spiel, egal welches Team. Und das gibt eigentlich viel Kraft. Wir haben es im letzten Spiel gesehen, da hat aber Timox noch geschafft. Erster Treffer hier und Anders führt. Erste Chance für Leipzig, erster Treffer. Wie stark er das macht. Ja, er spielt den Ball hier. Gleich in den Strafraum Klefis auf Haidara, zurück auf Klefis und dann zack auf Nkunku und dann hat er die freie Schussbahn. Das geht ziemlich schnell und damit das 1:0 für Anders in der 8. Spielminute. Das ist so ein typisches Anders-Tor. Der versucht über die Sechser, also wie auch im 2 gegen 2, Umut spielt auch sehr ähnlich, versuchen über die Mitte, ganz der Sechser hin und her, bis der Stürmer irgendwie ein bisschen Platz hat. Ja, die Mitte muss dicht sein gegen die. Das ist, wenn die Mitte auf ist, gegen beide, gegen Anders und Umut, dann machen die nicht nur ein Tor, sondern auch viel von. Absolut. Und jetzt ja, eine frühe Führung, das tut meistens auch den Partien gut. Ja, und da haben wir immer ein bisschen mehr Action drin. Und Moroba hat es ja predicted. Er hat gesagt, wenn hier einer gewinnt, dann gewinnt er hoch. Also ich bin sehr gespannt, ob der Anders jetzt hier nochmal ordentlich nachlegt und Anders offensiv spielt. Er ist schon wieder da, bekommt den Pass rübergespielt. 2:0 Leipzig! 2:0 für Anders! Früh in diesem Spiel! Macht er gut. Sollte Moroba wohl am Ende des Tages recht behalten? Das ist die Frage. Aber wie stark macht er das? Mit Übersicht, mit Ruhe, mit Klasse. Käfig auf Kazuki. Und dann der Schuss ins lange Eck zum 2:0. Und wir haben es vorhin gesagt, ja, er ist im richtigen Moment aufgetaucht, wach geworden nach den Emotionen vorhin im Halbfinale auch. Und jetzt macht er hier einen richtig krassen Start. Und Musti weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist gerade. Musti muss jetzt aufpassen, weil wenn Anders einmal rollt, ich kenne das selber, ich habe auch schon mal 2x7:0 verloren, glaube ich. Wenn er einmal ins Rollen kommt und du willst dann aufmachen, und ja, da musst du echt aufpassen. Ich würde erstmal ruhig machen, versuche irgendwie ein Tor zu machen. Aber wenn du jetzt ihm ein bisschen Platz gibst, dann, wie gesagt, dann kann es auch wieder sehr, sehr hoch ausgehen. Also Musti muss die Defensive hinbekommen. Das ist richtig analysiert. Er muss jetzt hier in der Defensive, was auch seine Stärke war bisher in diesem Turnier, besser in den Griff bekommen. Aber Anders macht weiter, kommt wieder in den Strafraum mit Nkunku. Und nach dem Schuss der Reverse, nach dem Reverse Elastico, der Schuss wird dann von Musti geblockt. Aber er hat erhebliche Probleme, Musti, hier ja wirklich auch, ja, auch selber vielleicht mal zu Torchancen zu kommen. Also die Partie läuft hier gefühlt seit 23 Minuten in der Hälfte von Musti. Ja, das ist so ein typisches Spiel, wenn Anders, also ich kann mir vorstellen, wirklich ist es hier das noch fallen. Anders ist komplett im Spiel, defensiv, offensiv. Musti kommt gar nicht raus, jeder Angriff ist gefährlich. Jetzt macht er auch sein Spiel, der wartet immer, bis er drauf geht und spielt dann halt jetzt schon ein bisschen ja, ruhiger. Absolut, die Idee gut, aber ja, mit dem hohen Steilpass wäre er, glaube ich, ein bisschen besser gefahren. 67% Ballbesitz auf Seiten von Anders. Er hat die Partie hier absolut im Griff. Ja, aber sowas von. Und wir haben es ja auch vorhin gesehen, nach dem Führungstor vorhin, diese Emotionen, die aus ihm rausgebrochen sind, dieser Druck. Ich habe mich auch mit Gaucho vorhin unterhalten, als die spielfrei hatten, sozusagen, dass das natürlich auch ein Merkmal ist seiner Mentalität, dass er das so ernst nimmt, dass so viel Druck auf ihm lastet. Weil viele, viele schon über Jahre ihn immer wieder in den sozialen Netzwerken und in den Medien hochgejubelt haben. Auch zu Recht. Er ist ein brutales Talent, keine Frage. Aber er ist halt auch erst 16 Jahre jung. Und die Leipziger gehen sehr, sehr gut mit ihm um. Das kann ich euch sagen. Und das zahlt sich auch aus, weil er hier super gut spielt bis jetzt. Auch defensiv. Der lässt, er muss die gar nicht in die andere Hälfte kommen. Das ist gerade Anders Prime. Das ist wirklich das Spiel, was er sich vorstellt, sein bestes Spiel. Die Gegner kommen nicht raus, er ist gefährlich. Da hast du echt wenig Chancen, muss man sagen. Und Musti muss vor allen Dingen die Nerven behalten jetzt. 10 Minuten noch bis zur Halbzeitpause in-game.
Anders am Strafraum. Musti stellt sich ihm in den Weg und versucht schnell nach vorne zu spielen jetzt. Aber ist eigentlich so gut wie immer in Unterzahl im Mittelfeld. Ja, er wartet ja auch gar nicht, bis seine Spieler rausdrücken. Also der versucht einen Druckpass von dem Sechser zum Stürmer, versucht da mit den beiden alles zu machen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber bis jetzt klappt es überhaupt nicht. Jetzt noch mal in der 38. Minute Anders mit Haidara. Auf Ibrahimi, da auf Nkunku. Rot ist dein Finish. Das sieht man bei Anders, glaube ich, nie. Der war das sieht man wenig, nie bei ihm. Der war zu wenig in der Arena vor dem Spiel. Musti jetzt in der 40. Minute. Normalerweise sage ich mal, die Spieler nehmen den letzten Angriff, aber das sieht man bei Musti eigentlich fast nie. Ja, vielleicht kriegt er jetzt eine Anweisung vom Coach. Musti muss einfach irgendwann jetzt Luft nehmen. Also er kommt ja, er ist immer in Drucksituationen, ist auch nicht so geil. Deswegen tut ihm das schon gut, jetzt auf den letzten Angriff zu gehen. Absolut. Wenn er jetzt den Ball vertorkastet, dann hast du sein Leben. Aber wenn er den jetzt hier macht, dann ist er wieder voll da, aber er verliert den Ball. Dementsprechend gibt es noch mal eine Chance für Anders. Nkunku. Auf Haidara. Es sind hier zwei Tore gefallen. Dementsprechend könnte es auf jeden Fall auch eine Nachspielzeit geben. Nein, das ist nicht der Fall. Der Schiedsrichter pfeift ab. 2:0. Anders. Ja, zur Halbzeit hier in der ersten Einzelpartie zwischen St. Pauli und Leipzig. Und Stand jetzt 4:1. Für Leipzig. Ja, und es gab Applaus von den Leipzigern zur Halbzeitpause. Wir sehen noch hier Tom und Musti, die sich da natürlich besprechen, der die Jungs da auch mitcoacht. Hat er auch selber schon das ein oder andere Mal auch in der VBL mitgespielt. Und ja, die Frage ist, was kann er wirklich ändern tatsächlich? Wir haben ja gesagt, er hat eigentlich nie geschafft, wirklich übers Mittelfeld hinauszukommen. Ja, ist natürlich ein unglücklicher Start. Also was heißt unglücklich? Du darfst nicht 2:0 hinten liegen. Du musst halt, du kannst anders, ist Top 5 Spieler der Welt auf jeden Fall. Und wenn der dann ins Laufen kommt, dann wird es schwer. Also, ja, der Start war schon schwer. Ich habe ja gesagt, der muss nur irgendwie ein Tor machen. Einfach atmen, er muss nicht zu offensiv spielen. Ja, aber es ist ganz schwer, wirklich. Weil anders ist so ein Typ, wenn es lange 0-0 steht, wir haben es ja erlebt, dann wird der irgendwann ungeduldig und irgendwann regt er sich so auf und wird emotional. Und das muss ihn halt dahin bringen. Aber Musti bekommt ihn nicht mal in die Gegend bis jetzt dahin. Tut sich wirklich schwer. Und wieder Balleroberung von Leipzig im Mittelfeld. Er wird doch jetzt schon anfangen, das Tempo komplett rauszunehmen. Er merkt, Musti spielt komplett schnell nach vorne. Das heißt, er wird versuchen, jedes Mal 10 Minuten den Ball zu halten. Eigentlich ähnlich wie im Halbfinale Leipzig gegen Rostock tatsächlich, ne? Als Unmut das auch so gemacht hat. Macht ja auch absolut Sinn und jetzt kommt er irgendwie durch mit der Brechstange. 3:0 und Musti versteht FIFA-Welt nicht mehr. Der läuft durch den Abwehrspieler hindurch und macht den dritten Treffer hier. Im entscheidenden Moment mit der Ballrolle sich nochmal perfekt ausgerichtet. Der Job gefühlt 90 Meter über den ganzen Platz. Absolut. Einfach nur geradeaus, weil er, ja. Ja, er aber weiß, dann hast du die ganze Zeit. Ja, er hat es einfach antizipiert und dann eine Ballrolle, ein Trick. Ja, und dann hast du die nötige Energie, wenn du nur joggst, um dann am Ende zu vollstrecken. Ja, hier läuft jetzt einfach durch den Spieler durch. Ja, ein bisschen glücklich auch und dann aber im entscheidenden Moment die Ballrolle nach oben und dann der Schuss ins linke Eck. Und Anders führt hier mit 3:0. Das ist bisher in diesem Wettbewerb, würde ich sagen, sein bestes Spiel, oder Mo, was sagst du? 100%. Also Anders war überhaupt nicht im Turnier. Der hat ein Spiel gewonnen gegen Levi für ein 1:0, aber das war überhaupt nicht souverän. Das war ein komplettes 50-50-Game. Und jetzt spielt er einfach sein Spiel, ne? Also ist da, wenn man ihn braucht, am meisten. Bringt Umut in seiner komfortablen Zone, wenn das Ergebnis jetzt so bleibt, falls jetzt nichts Großartiges passiert. Ja, Musti braucht schon Wunder jetzt eigentlich, sind wir ehrlich. Also er hat bis jetzt noch keine wirkliche Gefahr hinbekommen. Wie soll er jetzt 3 Tore schießen? Ja, vor allen Dingen, wenn er aufmachen muss und Anders das hier produziert. Sprintboost, viel Platz im Strafraum mit dabei, einfach abgeschlossen. 4:0, 4:0 für Leipzig. Wie er ihn da reinmacht. Ja, er schießt ins Kurzeck mit grünem Time-Finish. Und er führt hier gegen Musti mit 4:0. Ich glaube, Musti hat doch im gesamten Wettbewerb weniger Gegentore als 4 kassiert. Ja, absolut, absolut richtig. Rollt, den kann man nicht aufhalten. Er rollt, das hat auch Mo gesagt. Er wird jetzt anfangen zu rollen nach dem 1:0 und das macht er richtig gut.
Er schießt hier ins Kurzeck und macht hier das vierte Tor. Und somit ist eigentlich die Partie hier schon entschieden, das muss man so sagen. Ja, und natürlich entscheidet sich alles dann erst im dritten Spiel. Leipzig würde dann ein Unentschieden reichen. Aber wenn du jetzt hier auch hoch gewinnst und den Gegner bei gar keinen Chancen lässt, dann ist das auch eine gewisse mentale Geschichte, die man als St. Pauli mitnimmt. Auch wenn dann natürlich Kamal ran darf. Und Anders kommt schon wieder mit der nächsten Chance. Ja, wir haben ja schon darüber geredet, Tordifferenz ist nicht wichtig. Richtig. Das heißt, muss die, also ich aus eigener Erfahrung, warten wir mal kurz ab. Das ist unglaublich. Ja, Musti bricht jetzt auseinander. Ich wollte gerade sagen, es interessiert ihn gar nicht, ob er 1-0 oder du bist genauso traurig. Ob du 10-0 verlierst oder 1-0, es gibt am Ende nur 3 Punkte zu vergeben. Er hat halt jetzt immer noch versucht, irgendwie ein Wunder zu holen. Man hat es gesehen, er hatte nur einen Abwehrspieler. Jetzt ist so ein Zeitpunkt, wo er sich überlegen muss, okay, lohnt sich der ganze Aufwand jetzt noch Risiko zu spielen, weil wenn Anders Platz hat, kann es auch 9-0 gleich gehen. Also eins muss ich euch sagen, als sich der ein oder andere Spieler vorhin schon verabschiedet hat, hat man bei Anders noch einen Good Luck mitgegeben und ich stand daneben und hat nur gesagt, so, I will lose. Und jetzt klatscht er den 5-0 weg, das ist Wahnsinn. Auf der Konsole von Musti, er ist PlayStation-Spieler, muss man sagen. Anders kommt. Wird's der sechste Treffer? Nee, abseits. Also unglaublich. Unglaublich. Anders. Das Wunderkind. Bisher nicht gut performt in den Einzelspielen. Und jetzt im großen Finale zeigt er, warum er so ein unglaublich starker FIFA-Spieler ist. Gewinnt hier einfach. Ja, stand jetzt 70. Minute 5-0. Und das gegen Musti. Unglaublich. 20 Minuten haben wir noch. Die Nummer ist hier durch. Musti kommt noch mal in den Strafraum mit einem Fernschuss. Aber das ist schon heftig. Das ist ein Ausrufezeichen. Also im Finale hat er bis jetzt kein gutes Turnier gespielt. Musti dafür im Gegensatz überragendes Turnier gespielt. So im Gegenteil. Ne? Ja. Der tut mir auch ein bisschen leid, weil... ja, er wird traurig, also ihm interessiert das nicht, ob der Zweiter wird. Die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall nicht. Der wird traurig rausgehen, obwohl er überall ein Turnier gespielt hat. Aber im Finale so zu verlieren wird keiner. Absolut. Außer natürlich Kamal holt das Ding noch 4-4, dann gewinnt ihr das Golden Goal und dann interessiert ihn das überhaupt nicht. Das muss ihn retten. Das muss ihn retten und Kamal, der Spieler, der aus der Academy gekommen ist, könnte jetzt hier tatsächlich dann gleich auch Musti retten. Er ist für Erol dann tatsächlich nachgerückt und hat eine überragende Saison dann gespielt. Hier kommt noch mal Musti mit dem Time Finish, aber Czauner kann den Ball zur Ecke parieren. Also die Hoffnung liegt auf jeden Fall in Kamals Fingern. Ja, und das ist schon interessant. Also St. Pauli in der Gruppenphase 9 Spielen, nur 3 Gegentore und die dann auch erst gegen Bremen kassiert. Und jetzt hier 5 in einer Partie, das ist schon eine Ansage. Und wir steuern dem 6. entgegen, halbes Dutzend. Weiß nicht, was es auf Dänisch heißt, aber es heißt auf jeden Fall nächster Treffer und breites Grinsen bei Anders. St. Pauli bedient, die können jetzt eigentlich schon mal planen für das nächste Spiel. Also Kamal wird sich jetzt was zurechtlegen und Umut hat wieder die Vorteile, über die wir auch gesprochen haben. Gerade eben schon lange Ballbesitzphasen, sein Spiel spielen, an der Uhr drehen und dann eiskalt zuschlagen. Und das wird verdammt schwer. Wir haben es vorhin bei den Rostockern gesehen, wenn du gegen Umut gewinnen musst, auch wenn Henning tatsächlich die ein oder andere Möglichkeit hatte vorhin. Ja, Umut reicht ein Unentschieden gleich im Entscheidungsspiel. Kamal muss gewinnen, das ist nie so geil. Oh. Macht doch einfach immer weiter so, ne? Der will jetzt ein Wort sagen, Kassin müsste fast nicht. Ja. Also der darf heute definitiv länger aufbleiben. Das kann ich euch sagen, nach der Leistung. Wenn die Schale holen, sowieso. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Aber wie alt war Kamal nochmal? 17. Siehste. Und der muss jetzt liefern. Martinok. Das ist auch nicht. Wir reden immer über den 16-Jährigen anders. Ja, weil so viele Medien über den sprechen. Aber Kamal ist 17, Leute. Der muss jetzt liefern gegen Umut. Hallo. Das ist richtig schwer. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Kamal auch, so Umut ein bisschen als Vorbild sieht, seine Streams guckt und sowas, ist halt auch nicht so einfach. Und er steht hier 7-0. Das ist Wahnsinn. 7-0 im Finale, ich glaub's nicht. Musti lächelt irgendwie weg, versucht da gar nicht mehr großartig irgendwas zu machen. Ja, weil